Wie schmeckt japanisches Essen in einer der größten Metropolen Deutschlands? Können wir mehr erwarten als Frischkäse In-N-Out California Rolls? Und können Restaurants, die sich mit authentisch bewerben, wirklich mit japanischen Originalen mithalten? Das finden wir heute heraus. Let's go! Hello Friends und willkommen in Frankfurt. Ich bin hier heute von Berlin mit dem ICE hergefahren, denn so viele Menschen von euch haben mir Foodspots in Frankfurt geschickt, japanische, koreanische, die angeblich mit die besten in ganz Deutschland sind und ultra authentisch. Und genau von denen probieren wir in diesem Video ein paar aus und checken, wie authentisch sind sie wirklich und wie schmeckt das Essen vor Ort. Let's go! Okay, wir sind vor unserem ersten Stopp. Es ist ein Ramenladen hier hinter mir und wir essen aber keine Ramen, sondern wir essen eine andere Sorte von japanischen Nudeln. Es sind Dipping-Nudeln, das heißt, die Nudeln sind kalt und ihr taucht die in so eine heiße Brühe ein und es ist das perfekte Essen für einen kalten Tag. Es ist eiskalt heute in Frankfurt. Ich weiß nicht, ihr seht, glaube ich, die gefrierende Kälte aus meinem Mund nicht. Es ist eiskalt und wir gehen jetzt rein, probieren die originalsten japanischen Dipping-Nudeln in ganz Frankfurt. Wir gehen rein und testen sie aus. Der Laden ist super klein und ich sitze jetzt hier direkt an der Heizung, weil, wie ich schon sagte, es ist eiskalt. Einmal die so Cayman ohne das Schweinefleisch. Ein Ei und Gyoza Veggie. Let's go! Es gibt, by the way, extra eine kleine Anleitung hier auf der Speisekarte, wie man die so Cayman essen soll. Weil das ist ein Gericht, was in Deutschland jetzt nicht so ultra häufig vorkommt. Und ich glaube, viele Menschen wissen nicht genau, wie isst man das dann überhaupt. Ist aber im Endeffekt ganz einfach. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir es kriegen. Und dann erkläre ich euch, wie es geht. Das Essen ist da und es sieht so lecker aus. Ich habe die Nudeln ja in ein bisschen dicker bestellt. Und sie sind wirklich sehr, sehr schön von der Form her. Und ich glaube, auch von der Textur werden die gleich richtig, richtig geil sein. Ich freue mich mega. Und auch die Dipping Sauce, die Broth hier, das hier, es dampft so krass. Wie jetzt als allererstes mal die Nudeln. Ich habe hier gerade schon diesen Nudelknoten auseinandergelöst, dass alles hier so ein bisschen lockerer da drauf liegt. Es ist ein riesiger Berg Nudeln, aber sie sehen so, so lecker aus. Sie sind nicht nur Weizen, sondern haben auf jeden Fall noch irgendein zweites Getreide drin. Im Endeffekt funktioniert das Gericht jetzt so, dass wir ein bisschen Nudeln hier nehmen. Dann dippen wir die hier rein, je nachdem, wie tief ihr die reindippen wollt. Ihr könnt die entweder ganz reindippen, dass sie so richtig darin schwimmen in dem Sud. Oder ihr dippt sie nur so ein bisschen ein. Und dann schlürft man das am besten. Ich kann das nicht so gut, aber prinzipiell schlürft man das dann so durch den Mund rein. Geil, nicer Biss. Der Sud ist ultra lecker. Da sind so kleine Yuzu drin, also ein bisschen Yuzu-Schalen und deswegen schmeckt es so sehr zitronig, aber gleichzeitig auch ultra salzig und nach Fisch. Und in Kombination mit den Nudeln ist diese heiße Brühe dann echt so ultra, ultra lecker. Die Nudeln sind einfach perfekt, ne? Sehr salzig, sehr fischig. Ein bisschen irgendwie so Kohl oder so ist hier noch drin, so kleine Gemüsedinger. Ultra salzig, aber geil. Mm. Ich liebe dieses Nudelgericht. Ich glaube, es ist echt so ein meiner most favorite Wege, Nudeln zu essen. Wir sind quasi immer noch in der Nudelbowl. So ein paar Dinge, die man auch hier mit reindippen kann. Also ihr könnt jetzt hier noch so ein bisschen Frühlingszwiebeln reinwerfen. Dann ist hier noch so Bambus. Das könnt ihr alles auch noch in die Dipping Sauce reinschmeißen. Krass. Das ist wirklich unfassbar lecker. Bevor ich jetzt die ganzen Nudeln aufesse, probieren wir noch einmal die Gyoza. Die habe ich ja auch noch bestellt. Es sind Veggie Gyoza und sie sind in der Pfanne gebraten. Die haben so eine richtig schöne Kruste hier, sieht man ganz gut. Da ist irgendwas relativ Kartoffeliges drin in den Gyoza. Die finde ich tatsächlich nicht so gut. Also ich würde sagen, die Dipping-Nudeln sind schon für mich, weil es diese ultra selten in Deutschland gibt und weil sie mega lecker sind, eine 9 von 10. Und die Gyoza, würde ich sagen, sind absolut normal und durchschnittlich 5 von 10. So, das war unser erster Essensstopp. Ich würde sagen, das war schon sehr, sehr so, wie man es auch in Tokio hätte essen können, die Nudeln. Aber Leute, wartet auf den Abendessen-Spot, denn der wird absolut episch. Und deswegen müsst ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn da stellen wir uns die Frage, kann man eigentlich so richtige japanische Haute Cuisine essen in Frankfurt?
Und wenn ja, wo? Und was kostet das Ganze dann, wenn wir das essen? Also bleibt dran, wir treffen uns gleich bei Ort Nummer 2. So, Friends, wir stehen vor unserem zweiten Ort. Es ist diese Patisserie hier hinter mir. Eine japanische Patisserie. Und es regnet ein bisschen, deswegen müssen wir ein bisschen auf das Objektiv gucken, dass ihr noch was seht. Es ist eine japanische Patisserie. Ich erwarte viel Matcha. Ich erwarte vielleicht auch japanischen Cheesecake, Melon Pan, Curry Pan. Und ob es irgendwas davon geben wird, schauen wir uns jetzt gleich an. Wir gehen rein. Let's go! Aber das Imori ist nicht nur ultra gemütlich, sondern auch die Auslage spricht für sich. Denn hier sehen wir wirklich eine Kuchenauslage, wie wir sie auch in Tokio finden könnten. Es gibt super viele Roll Cakes, Chiffon Cakes, aber auch Melon Puns und Curry Puns. Und was das alles bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Es gibt mega viel Auswahl an Gebäck und sowohl herzhafte als auch süße Sachen. Ich habe jetzt eine süße Sache genommen und eine herzhafte. Ein vegetarisches Curry Pan. Alle von euch, die noch nie in Japan waren und vielleicht nicht wissen, was das ist, eigentlich wie so ein Donut, aber es hat eine Curryfüllung. Und in Japan ist sie eigentlich meistens mit Rindfleisch, diese Curryfüllung. Aber hier gibt es eben ein vegetarisches und das ist mega cool, weil das ist wirklich so was ganz Außergewöhnliches, was es in Deutschland bei uns eigentlich gar nicht gibt und was aber mega, mega lecker ist. Und zusätzlich habe ich noch einen Matcha-Opera-Kuchen bestellt. Der sieht auch wundervoll aus mit ganz vielen Schichten und den werden wir auch gleich probieren. Das ist das Curry Pan. Ihr seht, es ist so ultra knusprig und hat hier so nochmal so Panko, also diese großen Semmelbrösel außen dran. Und es sieht mega lecker aus. Es riecht auch so richtig schön nach Curry. Klingt auf jeden Fall auch knusprig und ich beiße jetzt hier rein und wir schauen, ob es auch wirklich knusprig ist. Das Curry Pan ist ultra lecker. Es ist mega knusprig, dann hat es so einen ganz weichen Hefeteig. Er schmeckt so richtig angenehm fettig. Curryfüllung, ihr seht die hier unten auch ganz gut. Besteht hauptsächlich aus, ich glaube, Kichererbsen sind da drin, Kartoffeln, Karotten und so Currypaste. Er schmeckt sehr Kreuzkümmel nach Kardamom und so richtig vollmundig einfach nach Curry. Das machen wir auch in Berlin, Leute. In Berlin bitte macht das jemand auf, so einen Curry-Bun-Laden. Für mich definitiv eine 9 von 10. Als zweites packe ich jetzt noch die Opera aus, die ich gekauft habe. Hier, sie ist noch in so ein kleines Plastikwändchen gehüllt. Hat so super viele unterschiedliche Schichten. Es ist nur noch die Frage, wie sehr es nach Matcha schmeckt. Weil ich finde, manche solche Matcha-Kuchen schmecken einfach gar nicht nach Matcha. Oder nur so eine Prise. Und andere schmecken so mega viel danach. Und für mich ist es so, je mehr es nach Matcha schmeckt, desto besser. Boah. Der Kuchen ist auf jeden Fall eine mega Surprise, weil er schmeckt so krass nach Matcha. Ich glaube, ich habe schon lange keinen Kuchen mehr gegessen, der so intensiv nach Matcha schmeckt. Also, der hat auch so eine relativ feste Konsistenz. Es hat so, diese Cremeschichten sind nicht so fluffy, creamy, sondern eher so fast schon so, in, so eine weiche Schokoladencremigkeit. Ein bisschen teurer, aber es ist natürlich auch wahrscheinlich relativ viel Matcha drin. Kostet, glaube ich, 5,80 Euro das Stück. Ja, vielleicht wenn wir den Preis dann noch mit einberechnen, dann ist es eine 9 von 10, weil es ein sehr kleines Stück ist. Aber es ist ultimativ lecker. Und wenn ihr Matcha liebt, kommt ihr auf jeden Fall mal her. So, ihr Lieben, ich bin wieder raus aus der Imori Patisserie. Es war wirklich sehr lecker. Ich empfehle euch vor allen Dingen das Curry Pan. Wenn ihr sowas noch nie gegessen habt, ist es wirklich total besonders. Und was ihr sonst in Deutschland nicht so einfach bekommen könnt. Aber auch die Patisserie ist natürlich sehr gut. Und bevor wir uns jetzt unserem extrem geilen Abendessen-Spot widmen, will ich auf dem Weg dahin noch zu einem neuen Supermarkt, der aufgemacht hat vor, ich glaube, 2 Wochen oder so. Da gibt es koreanische Produkte und ich will mal schauen, wie teuer ist das so, wie groß ist die frische Auswahl. Ich stehe vor dem aktuell gehyptesten koreanischen Supermarkt in ganz Deutschland. Er hat neu aufgemacht und wir gehen mal rein und gucken, was wir für kleines Geld hier drin bekommen oder auch, was es eben Neues gibt, was wir in Berlin noch nicht so gesehen haben. Let's go! Alle sprechen einfach Koreanisch an der Kasse. Das fällt zumindest schon mal auf. Es gibt hier so eine kleine Haushaltsabteilung. Es gibt zum Beispiel hier verschiedene Skincare-Masks. Es gibt BTS-Merch.
ist jetzt nichts für mich, ich bin keine Army, ich muss zum Essen. Wo ist das Essen? Es gibt einfach eine riesige Bäckerei und so frische Warenabteilung. Bin ein bisschen überfordert. Es gibt wirklich sehr viel. Preise sind solide, nicht zu teuer, aber ist natürlich auch nicht ultra günstig. Aber es geht. Ich habe jetzt ein paar Dinge von den frischen Sachen mitgenommen. Es ist so voll. Es gibt theoretisch auch so eine Heißwasserstation, wo man sich Ramen gleich machen kann und essen kann. Aber es ist ein bisschen zu voll hier. Hi Friends und willkommen in Bad Vilbel. Wir sind genau genommen nicht mehr in Frankfurt und ich bin gerade auf dem Weg zu unserem letzten Essensspot, zum Dinnerspot dieses Videos. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil dieser Spot ist wirklich was ganz Besonderes. Und ich habe den vor Ewigkeiten schon mal im Internet gefunden und seitdem steht der auf meiner Liste, dass ich hier unbedingt hin möchte. Und es ist so besonders und ich weiß, dass es so gut werden wird und dass es einfach genauso sein wird wie in Japan. Und ich bin so gespannt. Wir werden richtig gute Dinge essen und ich kann es nicht abwarten, das euch zu zeigen. Ich weiß nicht genau, inwiefern wir da drin sprechen können, weil ich glaube, es ist relativ leise. Ich stehe jetzt hier schon. Hier hinter mir ist schon. Und ich weiß nicht genau, ob ich da drin filmen kann und mit euch sprechen kann oder nicht, weil es, glaube ich, ein sehr leiser Laden ist. Aber wir werden es sehen und ich gehe jetzt mal rein und wir schauen, ob da schon jemand drin ist. Ich bin jetzt hier gerade schon im Gastraum und es ist so ein eleganter Raum, dass man sich wirklich nur traut, so ganz leise zu sprechen. Sind, glaube ich, noch alle in der Küche gerade beim Vorbereiten. Ich sitze hier direkt am Tresen und wir können alles sehen und genau schauen, wie alles gemacht wird. Und es ist der beste Platz des Abends am Tresen einfach. Ich freue mich so sehr. Wir werden ein Kaiseki-Menü essen. Das ist ein japanisches Fine Dining und ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine, wenn ich sage, es ist absolut genial, wenn es losgeht mit der Menüfolge. Man kann zwei verschiedene Ausführungen des Menüs wählen, 9 oder 7 Gänge. Und für 7 Gänge zahlt ihr 136 Euro. Das Prinzip des Restaurants ist, es ist super klein, denn es gibt eigentlich nur 6 Plätze am Tresen. Und der Chef der Küche ist nicht wie sonst oft irgendwo hinten versteckt, sondern bereitet direkt vor euren Augen alles frisch zu. Gekochte und getrocknete kleine Sardinen. Let's try. Als nächstes dieses hier. Witzig, es ist sauer und es ist sehr fischig. Interessant auf jeden Fall. Seetang-Chip mit getrocknetem Seetang oben drauf und einem Fisch. Oh, es riecht ultra salzig, sehr lecker. Es ist so leise hier drin. Ich glaube, ich halte es nicht lange aus, hier mit euch zu sprechen. Ich bin die einzige Gästin nämlich. Und die anderen Plätze sind alle noch leer. Und ich höre immer so mein Essen und mein Knuspern von diesem kleinen Fischchen ist so laut in diesem Raum. Hören wir uns gleich im Voice-Over aus der Zukunft. Und wie ihr vielleicht schon an der Atmosphäre alleine merken könnt, ist so ein Kaiseki-Dinner irgendwie auch eine Art von Kunst. Jeder Teller ist bis zur Perfektion geschmacklich wundervoll und optisch wunderschön. Und ich habe dann leider hier von diesem Teil erstmal ein bisschen Brühe auf den Tisch geschüttet, weil ich euch das so lässig zeigen wollte, diesen Gang. Hat aber zum Glück niemand gemerkt und ich habe das Ganze einfach wieder sauber gewischt. Mittlerweile waren dann auch die anderen 4 Gäste, die die restlichen 4 Tresenplätze gebucht hatten, da. Und der nächste Gang bestand aus einer dünn frittierten Garnele. Der nächste Gang ist jetzt eine Tempura-Garnele im Nori-Blatt mit einer Yuzu-Sesam-Soße und ein bisschen Kresse obendrauf. Sieht so schön aus. Das ist wirklich auch jedes Gericht a piece of art und alles wird vor euch hier am Tresen, zumindest im letzten Schritt, aber vieles auch ganz zubereitet. Es ist einfach toll. Und sie hat. Ich bin nicht so die ultimativ krasseste Garnelenperson, aber die sind wirklich extrem, extrem lecker. Weil die halt super knusprig sind, aber ganz dünn frittiert in einem ganz dünnen Teig. Und dann ist die Garnele total mild mit dieser bisschen säuerlichen Soße drauf. Es ist wirklich
Eine absolut krasse Köstlichkeit. Die ersten Gänge waren definitiv lecker, aber ich persönlich habe mir von so einem Kaiseki-Dinner irgendwie noch mehr erhofft. Denn auch wenn alles sehr lecker war, habe ich überlegt, okay, kommt jetzt noch irgendwie so ein Gang, der mich richtig krass umhaut? Und das war der erste davon, den ihr jetzt seht. Es ist im Endeffekt ein kleines Tablett mit einer Insel aus verschiedenen Vorspeisen. Darunter war sowohl roher als auch gekochter oder eingelegter Fisch, japanisches Omelett, eine in Rotwein gekochte Cherry-Tomate und ein bisschen Salat. Und abgesehen davon, dass allein dieser Teller ein wahres Kunstwerk ist, war das einfach so unfassbar lecker und es hat mich sofort an Japan erinnert, denn das ist 100% authentisch. Und von da an jagte einfach ein Highlight das nächste. Auf den Gang habe ich mich mit am meisten gefreut. Eine wunderschöne Sashimi-Platte und es sind zwei Stücke vom Thunfisch, gerade und Tintenfisch. Der Fisch kommt aus Portugal und aus Frankreich und Spanien und es sieht so lecker aus. Vor allen Dingen der Thunfisch sieht so schön lecker marmoriert aus. Unfassbar gut. Jirashi Sushi ist so gut. Der Reis ist in Perfektion. Die Soßen, in die der Fisch getaucht wurde und die auf dem Reis drauf sind, in Perfektion. Extrem lecker. Und dann hat Meister Kentaro leider auch schon das Dessert zubereitet. Aber auch das war wirklich kunstvoll. Eine Reismehlwaffel mit Kastanien, Eiscreme und Früchten drin. Ultra lecker. Und zum Abschluss gab es dann noch einen handgerührten Matcha und ein paar Petit Fours. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie viel Geld ihr glaubt, dass ich da vor Ort gelassen habe. Ich bin gerade wieder jetzt aus dem Restaurant rausgefallen und ich bin wirklich so, so, so satt. Also es war so viel zu essen. Ich finde, man fragt sich ja immer, wird man überhaupt satt, wenn man so Fine Dining essen geht? Und Kaiseki hat auch immer so ein bisschen den Ruf, ein bisschen weniger zu sein. Aber ich bin so satt. Also ich kann wirklich gar nichts mehr essen. Es waren jetzt so 9 Gänge. Das war wirklich extrem viel. Und es war auch extrem lecker. Was echt, glaube ich, das teuerste Essen meines gesamten Lebens war. Ich habe noch nie so viel Geld für Essen ausgegeben. Aber ich habe gedacht, ich mache es einmal, weil ich es einfach liebe und weil ich wusste, dass ich es lieben werde. Deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht. Na, ein bisschen schlecht fühlt man sich schon, aber würde ich es euch empfehlen, auf jeden Fall. Ihr müsst ja nicht so euch die Deluxe-Variante gönnen, wie ich sie mir jetzt bezahlt habe. Ich habe das 6-Gang-Menü, kostet 138 Euro oder so. Das kann man auf jeden Fall machen und ist für die Qualität und die Menge an Essen echt ein sehr, sehr guter Preis. Also wenn ihr gerne japanisch esst und wenn ihr mal so richtig klassisch japanisch essen wollt, Fine Dining, und in der Nähe von Frankfurt seid, geht hier hin. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal 4 Stunden lang irgendwo gesessen seid und einfach nur gegessen habt. Ja, und damit beende ich jetzt auch an dieser Stelle dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt mir mal unbedingt 4 Stunden in die Kommentare. Ihr wisst, was das bedeutet. Und lasst mich wissen, was ihr am interessantesten fandet. Lasst mich wissen, wenn ihr Wünsche habt für zukünftige Videos. Und wir sehen uns nächste Woche am Sonntag um 18 Uhr. Passt auf euch auf, bis dahin. Und wenn ihr noch nicht das Video geguckt habt oder die Fastfood-Neuheiten im Veganuary, hier unten verlinke ich es euch nochmal. Gönnt es euch. Viel Spaß. Tschüss.